Moin, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Wir sind mal draußen. Ist es nicht geil? Ich finde es auch absolut super. Ich habe jetzt gerade mein neues Spielzeug zusammengebaut. Ich habe mir eine Lokomotive gekauft. Da ist meine schöne neue Lokomotive. Sieht die nicht geil aus? Richtig geiler Schornstein hier vorne. Große Brennkammer, wo man was reintun kann. Da liegt schon ein Pfund Holz drin. Und hier eine große Kammer, wo man schön was drin smoken kann. Also, ihr habt es schon erkannt, ich habe mir einen Smoker gekauft. Nicht einen Smoker für 5000 Euro. Erstmal nur ein ganz einfaches Teil, um es auszuprobieren. Wir wollen heute machen ein Hähnchen American Style. Das müssen wir gleich erstmal in Salzwasser einlegen für 4 bis 6 Stunden. Und damit fangen wir gleich an. Aber erst kommt unser Trailer. Bis gleich. So, wir haben uns ein schönes Hähnchen hier in Schleswig-Holstein auf einem Hof gekauft. Bio-Hähnchen, das wollen wir heute verwenden. Das Bio-Hähnchen haben wir fertig gemacht. Ich habe das jetzt eben einmal abgeflemmt, damit jegliche Haare und alles davon runter sind. Also Feder, Kiele etc. Und das kommt jetzt für 4 bis 6 Stunden in ein Wasserbad. Und in unser Wasserbad kommt hinein schwarzer Pfeffer, Meersalz und brauner Zucker. Ich löse jetzt hier gerade den Pfeffer, den Zucker und das Meersalz auf, wo dann gleich unser Hühnchen hineinkommt. Wo ich gerade dabei bin, hier zu reden, die Einkaufsliste findet ihr unten in der Description Box. Sollte dir unser Video gefallen, ist ja jetzt mal so ein bisschen was anderes, gib uns einen Daumen, abonnier uns und hast du irgendeine Anmerkung, schreib sie einfach unten rein. Ich freue mich drüber und werde es natürlich auch beantworten. So, ich habe jetzt das alles aufgelöst. Jetzt nehme ich mein Hühnchen und platziere das hier in diesem Sud. Und da bleibt es halt für 4 bis 6 Stunden drin. Pottdeckel drauf, genau. Das war meine Mutter aus dem Off. Alles gut. Schöne Grüße. Ich habe jetzt 4 bis 6 Stunden Zeit. Ich gehe jetzt an die Ostsee und gehe ein bisschen schwimmen oder ein bisschen paddeln mit meinem Paddleboard. Bis gleich. Da sind wir wieder. 8 Stunden sind jetzt um. Mein Hühnchen liegt hier immer noch in meinem Sud. Das nehme ich da jetzt gleich mal raus und dann wollen wir mal starten und es fertig machen. Ich muss das Hühnchen jetzt noch kurz halbieren. Das schneide ich jetzt mal eben schnell hier auf mit meinem Messer. So. Die muss ich jetzt noch ein bisschen trocken tupfen und dann kommt da ein Wrap oben drüber. So, ich habe jetzt mir ein bisschen Öl hier genommen und werde das jetzt alles ein bisschen einölen, weil dann kommt da jetzt gleich mein Gewürz drauf. Das Gewürz habe ich schon vorbereitet. Das steht hier an der Seite, Schatz. Vielleicht kannst du da mal kurz mit der Kamera drauf halten. Da kann man das schon sehen. So, den natürlich auch noch ein bisschen einölen, damit er halt auch schön vorbereitet ist, damit da das Gewürz gleich auch drauf passt. Ich klecker, ja, ich weiß, ich klecker gerne. Bin ich auch bekannt für. Bin ich Spezialist drin. Wenn ich alles so gut könnte wie kleckern, du, das wäre genial. So. Also in meinem Gewürz drin ist Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, weißer Zucker, Oregano, Paprika, Pulver, Edelsüß und schwarzer Pfeffer und Cayennepfeffer, um ein bisschen Schärfe zu bekommen. Ich nehme jetzt ein bisschen was von meinem Gewürz und mache das hier überall drauf. Schön gleichmäßig. Wir wollen ja auch überall schön den Geschmack haben und auch, dass es überall kräftig kross wird. Richtig schön massieren, ne? Ja. Von der anderen Seite auf? Ja, gleich. So ein bisschen. So, einmal umdrehen.
So, ihr Lieben, wir haben ein Feuer gemacht. Das ist schön am Brennen. Ich habe da jetzt 130 Grad drin. Ich lege da jetzt meine Hühnchen hinein. Nummer eins. Und Nummer zwei. Und dann geht der Deckel wieder zu. Wunderbar. So, wir sind jetzt momentan gerade bei 100 Grad. Das geht jetzt aber gleich wieder hoch. Ich muss das gleich ein bisschen weiter runter drosseln. Also wir sind jetzt seit einer guten Stunde, etwas mehr als einer Stunde dabei. Ich habe hier ein Funkthermometer, das steckt da in meinem Chicken drin. Ich bin jetzt bei einer Kerntemperatur von 70 Grad im Moment. Wir haben den Smoker hier auf 115 Grad ungefähr. Und Schatz, komm mal ein bisschen weiter ran. Ich mache jetzt einfach mal auf. Da kann man natürlich den Qualm erstmal sehen oder erstmal gar nicht sehen. Wir haben da jetzt noch so Kartoffeln dazu getan. Die wollen wir da auch garen. Da kann man wunderbar sehen, wie mein Thermometer da an der Seite drin steckt. Ich würde sagen, die sind fast fertig. Und das sieht schon richtig, richtig geil aus. Wir holen das da gleich raus. Und dann geht es gleich weiter. Es ist soweit. Unsere Hähnchen sind jetzt gute 2 Stunden da drin. Ich nehme uns einfach mal eins raus. Das sieht doch schon richtig, richtig, richtig toll aus. Ich glaube, ich löse uns hier jetzt einfach mal so diesen Schenkel hier raus. Kann den kaum halten. Richtig heiß, richtig heiß. Oh, sieht doch geil aus, oder? Und hier kann man richtig die Flüssigkeit sehen, wie saftig dieses Hühnchen noch ist. Ein Augenblick könnte es aber noch, so wie es aussieht. Der Wettergott ist leider nicht mit uns. Es fängt schon wieder an zu regnen, blöderweise. Aber der ist ja heiß, der Smoker, das ist nicht so schlimm. Ich fange ja auch schon an zu husten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie uns unten rein. Alles Equipment, was ich verwendet habe, werde ich einfach unten links einbauen. Das könnt ihr euch super angucken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr sie auch kaufen. Ich werde hier von morgen wahrscheinlich noch ein zweites Video machen, wie wir dann nochmal hier etwas mitmachen. Wird mit Sicherheit auch super spannend, weil da machen wir Spare Ribs, richtig klassisch, wie sich das gehört. Schatz, hast du noch irgendwas? Nein, danke. Alles klar, dann sagen tschüss. Tschüss. Ilse. Und Frank von foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is